Und weiter geht die Radtour durchs Altmühltal. Von Leutershausen vorbei an den kleinen Orten Hilsbach und Stegbruck. Hier grüßt die kleine Ortskapelle der 14 Nothelfer. 1750 erbaut und immer wieder liebevoll von den Einwohnern renoviert und neu gestaltet. 14 Nothelfer? Kennt ihr einen der heiligen 14 Nothelfer? Oder wart ihr vielleicht schon einmal selbst Helfer in der Not? Inmitten weiträumiger Wiesen und Felder erreichen wir das mittelalterliche Städtchen Herrieden. Direkt an der Altmühlbrücke befindet sich die Siechkapelle Maria Hilf, ein neugotischer Backsteinbau. Die Altmühlbrücke gilt als älteste Brücke in Mittelfranken. Sie wurde bereits 836 urkundlich erwähnt. Wahrzeichen der Stadt ist der Storchenturm, der seinen Namen von den dort nistenden Störchen erhalten hat. Bei guten Bedingungen wachsen hier jedes Jahr einige junge Störche heran. Am Marktplatz befindet sich der Deoka-Brunnen mit seinem Kronendach. Unter Bäumen sitzt hier der erste Abt des Klosters Herrieden. Ebenfalls am Marktplatz befindet sich die doppeltürmige Stiftsbasilika St. Vitus und St. Deoka, der Schutzpatron des Ortes Herrieden. Am Ostchor wurde ein Ölberg angelegt. Das Gemälde zeigt Jesus betend mit seinen Jüngern in der Nacht vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane. Auf ruhigen Feldwegen folgen die Orte Roth, Leutenbuch, Tann und Weidendorf. Hier im oberen Altmühltal führt der Radweg nicht unmittelbar entlang der Altmühl. Nur hin und wieder wird sie als langsam fließender Wiesenfluss überquert. Die Landschaft ist so flach, sodass die Laurentiuskirche von Großen Ried schon vom Weiten sichtbar ist. Bei der Renovierung der Laurentiuskirche wurde der neue Altar so gestaltet, dass die offene Rundung der Gemeinde zugewandt ist und mit zahlreichen Passfotos der Einwohner als Mosaik verziert wurde. Im Hintergrund ist kein prunkvoller Hochaltar zu sehen, sondern eine moderne, schlichte Darstellung der Auferstehung Jesu. Und was gab's noch in Großen Ried? Hier im Gasthof zum Goldenen Engel übernachtete der berühmte Dichter Johann Wolfgang von Goethe auf der Rückkehr seiner Schweizer Reise. Eine kleine Pause im Goldenen Engel wäre auch nicht schlecht. Doch wir müssen weiterfahren. Vorbei an Mörlach und Haag und kommen nach Ornbau. Ornbau ist eine der kleinsten Städte Bayerns. Im Jahr 1313 hat der Fürstbischof von Eichstätt vom Kaiser höchstpersönlich das Recht bekommen, Ornbau zu befestigen, also eine Mauer drumherum zu bauen. Ein Ort mit einer Mauer drumherum war damals automatisch eine Stadt. Und diesen Titel haben die Ornbauer bis heute nicht mehr hergegeben. Der schmale Diebesturm ist als Teil der Stadtmauer gebaut worden. Hier wohnte der Turmwächter, der Tag und Nacht die Stadt bewachte. Und im Keller des Turmes war ein Verlies für Verbrecher und Diebe. Am unteren Tor befindet sich die aus groben Sandsteinquadern erbaute fünfbogige Brücke. Sie ist ein Schmuckstück im oberen Altmühltal. Hier in Ornbau beginnt das fränkische Seenland. Von hier fließt das Wasser der Altmühl in den Altmühlsee, in den Brombachsee
und in den kleinen Rotsee. Der Altmühlsee wurde erst zwischen 1984 und 1986 aufgestaut als Hochwasserzwischenspeicher. Seitdem hat er sich als Freizeitparadies und Naherholungsziel entwickelt. Mit der lagunenartigen Vogelinsel im nördlichen Bereich verfügt der See über eines der wichtigsten Schutzgebiete für Zugvögel in Bayern. Er ist ideal zum Baden, Segeln, Surfen und Kiten. Und für Wanderer und Radfahrer wurde ein Uferweg angelegt. Im Südosten des Altmühlsees liegt der staatlich anerkannte Erholungsort Gunzenhausen, auch liebevoll die Storchenstadt genannt. Denn hier im mittleren Altmühltal brüten die meisten Storchenpaare in ganz Bayern. Immer mehr Störche verzichten sogar auf den Flug in den Süden und überwintern in dieser Region. Das Storchennest auf dem ehemaligen Melzereischlot bei der Gaststätte Lena ist schon seit vielen Jahren ein beliebter Storchenhorst. Der 31,5 Meter hohe Rundturm aus dem 14. Jahrhundert ist Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Er wurde ursprünglich nach seiner Verwendung auch Pulverturm genannt, ebenso Diebsturm, da er einst als Pulvermagazin und Gefängnis genutzt wurde. Sein jetziger Name, Färberturm, stammt von der Färberei, die am Fuße des Turmes betrieben wurde. Diese Bronzeskulptur, der Mensch und das Schwein, ist eine künstlerische Ausgestaltung des ehemaligen Saumarktes vom Künstler Christian Rösner. Erinnert seit 1997 an die Märkte, die lange Zeit auf diesem Platz außerhalb der Stadtmauern stattfand. Der mit bunten Ziegeln bedeckte Kirchturm ist zum Wahrzeichen des Ortes Winsfeld geworden. Und hier nisten nicht nur Störche in ihrem Horst, nein,
Sie versorgen auch die müden Wanderer oder Radfahrer mit frischem Trinkwasser. Wer müht sich denn hier so ab, den Karlsgraben doch noch fertigzustellen? Bereits vor über 1200 Jahren wollte Karl der Große eine schiffbare Verbindung zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meer herstellen und einen Kanal zwischen dem Rheinzufluss Main und der Donau, den 3 Kilometer langen Karlsgraben, anlegen. Dieses historische Bauprojekt ist in seinen Dimensionen mit modernen Großprojekten wie dem Panama-Kanal oder dem Berliner Flughafen zu vergleichen. Oh je, der Berliner Flughafen? Dann kann's lange dauern. Und genau so war es auch. Erst im 19. Jahrhundert ist es mit dem Ludwig-Donau-Main-Kanal gelungen, die Idee Karls des Großen erfolgreich zu Ende zu bringen. Die Geschichte Treuchtlingens ist stark von der Eisenbahn geprägt. Hier kreuzen sich die Bahnstrecken nach Nürnberg, München, Augsburg und Würzburg. Diese Denkmallok erinnert an die Zeit der Dampflokomotiven und an die große Bedeutung Treuchtlingens als Eisenbahnknotenpunkt. Das Renaissance-Schloss wurde im 16. Jahrhundert erbaut. Heute sind hier die Touristikinformation sowie das Informationszentrum des Naturparks Altmühltal untergebracht. Und hier vor dem Rathaus erinnert ein Brunnen mit einer Nixe, die einen Fisch in der Hand hält, an die frühere Bedeutung der Fischerei in Treuchtlingen. Der Übergang zwischen dem Flachland des Mittelfränkischen Beckens und der südlichen Frankenalb ist hier sichtbar. Die Landschaftsgrenze wird als Treuchtlinger Pforte bezeichnet. Sie bildet den Abschluss des oberen Altmühltals. Wir stehen hier jetzt direkt an der Altmühl und wir haben zwei Radwanderer auch getroffen und sind jetzt unterwegs. Wohin? Wir wollen nach Eichstätt.
Weil Eichstätt wäre heute euer Ziel. Genau. Wir hatten gestern 70 Kilometer von Andex weg, beziehungsweise von Andex, von Ansbach weg. Und ja, das ist jetzt für einen Einsteiger wie mich natürlich schon anspruchsvoll. Wie, erste Mal auf der Radtour? Ja, das kann man so sagen. Mehrtagesradtour, ja. Ich habe mich da von meiner Frau anstecken lassen, die mit ihren Eltern früher viele Radtouren gemacht hat. Und nachdem ich sonst eher der Wandersmann bin, Bergwandern und so weiter, haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir wohl in die andere Richtung, nach Norden statt nach Süden. Wie haben es denn geschafft, Ihren Mann aufs Fahrrad zu kriegen? Naja, ich habe ihm erstmal ein gutes Fahrrad gegeben, damit er mal weiß, was ein gutes Fahrrad ist und nicht nur irgendeine Mühle. Und dann haben wir mal mit einer kleinen Tour angefangen am Chiemsee und sind 2 Tage gefahren und das hat schon total Spaß gemacht. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir packen es jetzt und fahren noch mal ein paar Tage mehr. Und Altmühl, gut, die ist ja sehr geeignet. Es ist relativ eben, keine großen Anstiege, weil die großen Bergradler sind wir definitiv nicht. Und das werden wir, glaube ich, auch nicht werden. Abwarten. Abwarten. Nee, da laufen wir lieber. Also wir sind schon über die Alpen gelaufen, aber radeln werden wir das, glaube ich, nicht. Nein. Wer einmal fährt, der hört nie wieder auf. Gebürtig seid ihr aus? Ich komme in München? Der Nähe von München, ja, und du kommst aus dem Allgäu. Ja, ich komme aus dem Allgäu. Landkreis Lindau, Bodensee. Bodensee, ja, da gibt es auch schöne Radwege da oben. Ja, um den Bodensee herum kann man. Der Iller Radweg ist sehr schön von Sonthofen aus. Und euer Ziel ist insgesamt heute Eichstätt und insgesamt? Heute Eichstätt, insgesamt wollen wir noch bis Regensburg kommen. Dann fährt ihr also über Kelheim? Ja, genau. Und also, dann auf welchem Radweg geht es dann weiter? Das wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht. Irgendwie Richtung Regensburg haben wir noch gar nicht so genau geguckt dann. Ja. Welchen können Sie empfehlen? Ah, die Strecke bin ich selber noch gar nicht gefahren. Wir sind jetzt auch auf der Weg nach Kelheim. Aber von da aus wäre dann unsere Radtour eigentlich beendet. Dann müssen wir wieder zurück nach Hause. Ja, wir wollen bis auf Regensburg kommen, weil wir ja von da ein bisschen Zuganbindung haben. Ja. Und wie gesagt, Eichstätt, Bayerngries eventuell so die Ecke. Und dann Kelheim noch übernachten und dann noch 30 Kilometer so zum Abschluss nach Regensburg. Ja, dann wünschen wir euch gute Fahrt. Dankeschön, euch auch. Danke. Also, grüß euch. Tschüss. Euch. Wir sehen uns wieder. Hier demnächst im Altmühltal. Bis dahin bleibt gesund und munter.